So Leute, da wären wir in Singapur. Es ist, wie spät ist es? 15 Uhr. Es ist 15 Uhr und wir sind einfach mal komplett reizüberflutet. Wir waren gerade auch schon in Little India Mittagessen und es ist wirklich so anders hier alles, das gibt's gar nicht. Ja, wir sind jetzt gerade auch noch in Little India. Ich weiß nicht, ob man die Leute hier sieht. Alle, die hier vorbeilaufen, sind Inder. Es ist auch alles so geschmückt und es gibt so die Klamotten und so. Es ist echt krass. Ja, wir sind ja allerdings nur wenige Stunden, was heißt wenig, also knapp 20 Stunden sind wir hier. Wir haben auch gar kein Hotel gebucht oder so, wir werden am Flughafen schlafen. Ja. Und deswegen haben wir jetzt hier echt straffes Programm und dann schauen wir uns in 20 Stunden mal Singapur an. Los geht's! Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu den Gardens by the Bay.
draußen ist es wirklich unglaublich heiß hier. Auf jeden Fall würde ich behaupten, hier ist ordentlich Reizüberflutung am Start. Diese Stadt oder beziehungsweise dieses Land ist einfach so krass. Ja, wir sind noch ein bisschen überfordert. Wir kamen irgendwie noch so gar nicht klar, auch mit dem U-Bahn-System. Also ich bin eigentlich immer jemand, ich tue mich voll schnell wo einfinden, aber hier, nee. Leute, willkommen hier in Gardens by the Bay. Wir waren einfach mal so fertig, dass wir uns kurz mal unter so einen Pilz gelegt haben. Und dann bist du einfach eingeschlafen. Ich glaube, ich habe einfach eine halbe Stunde Tiefschlaf hinter mir. Und das Lustigste ist, meine ganzen Wertsachen lagen einfach da rum. Es hat einfach keinen interessiert. Bei Tag die wichtigsten Attraktionen hier im Powertrain abgeklappert und jetzt sind wir auf dem Weg, die erste Lightshow beim Gardens in the Bay anzuschauen und danach, erst gehen wir essen. Genau, dann gehen wir zu Gardens by the Bay und dann gehen wir zur Lichtershow vom Marina Bay Sands. Da bin ich auch schon mega gespannt drauf, weil das soll auch so eine Lichtershow sein. Und gleichzeitig wird es das Letzte sein, was wir heute in Singapur machen werden, denn danach sind wir komplett fertig und gehen zurück in unser Hotel, den Flughafen. Ja, wir haben uns nämlich kein Hotel gebucht, weil wir fliegen morgen um 7. Das heißt, wir müssten um 5 wieder am Flughafen sein. Das heißt, es lohnt sich einfach nicht, ein Hotel hier zu nehmen, vor allem weil die Preise eh so hoch sind hier. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir einfach am Flughafen schlafen. Und weil wir ja eh so fertig waren, dass wir sogar beim Gardens by the Bay eingeschlafen sind, mitten auf den Steinen, glaube ich, werden wir ganz gut schlafen können. Ich freue mich schon auf mein Kopfkissen, den Equipment-Rucksack. Das wird mal richtig scheiße. Aber ich glaube, wir werden gut schlafen.
Und Bianca, wie hat dir die Show gefallen? War richtig schön, vor allem das Ende hat mir mega gut gefallen. Ja, und in einer Stunde schauen wir uns die nächste an, nämlich bei der Marina Bay Sands. So Leute, ein wirklich absolut krasser Tag hier in Singapur neigt sich dem Ende zu. Wir sind hier, wie ihr sehen könnt, schon wieder am Flughafen. Leider konnten wir vorher bei der Marina Bay kein Fazit mehr ziehen, weil nämlich die 64 GB Speicherkarte voll war an einem Tag bzw. in 18 Stunden. Und da sieht man mal, was diese 4K-Filmerei anrichtet. Fangen wir mal damit an. Also Singapur ist mit Abstand die reichste Stadt hier in Asien, die wir bis jetzt bereist haben. Das merkt man einfach daher schon, dass die Preise wirklich mehr als deutsch sind, würde ich behaupten. Also wir haben jetzt für den heutigen Tag 70 Singapur-Dollar gezogen. Das sind umgerechnet, ich korrigiere mich notfalls, ich glaube so um die 60 Euro. Also da sieht man schon mal, wie viel Geld man hier in 18 Stunden loswerden kann. Und wir haben ja gar nicht mal so viel gemacht. Vielleicht auch noch ein paar Worte zum Thema Sauberkeit hier in Singapur. Was viele gemeint hätten, dass die Straßen hier wirklich sauber sind und dass man keine Kaugummis sieht, die auf den Straßen kleben, das stimmt einfach wirklich. Also ich habe noch nie so eine saubere Stadt gesehen und auch so saubere U-Bahn-Stationen. Das kommt daher, dass die wirklich auch hohe Strafen darauf haben, wenn man beispielsweise raucht oder Kaugummi spuckt. Ich glaube, Kaugummi kostet 500 Dollar Strafe und einmal rauchen 1000. Genauso Essen und Trinken in der U-Bahn. Da stand, glaube ich, auch, dass es 1000 Dollar Strafe kostet, wenn man mit Fast Food in der U-Bahn ist. Das ist der totale Witz, weil wenn ich jetzt an Deutschland denke, wo einfach jeder am Wochenende da irgendwas noch in sich reinschaufelt, während er in die Stadt fährt, ist das schon echt heftig.
Ansonsten mein Eindruck von Singapur, mir hat es sehr gut gefallen, aber man hat auf jeden Fall auch schon mal gesehen, dass hier die Leute wirklich gut bezahlte Jobs haben. Also das ist hier auf jeden Fall so ein Dienstleistungspflaster. Ich meine zum Beispiel Facebook, Google, Amazon, also die haben hier auch Niederlassungen. Und wo ich hier angekommen bin, habe ich zu Bianca gemeint, das erinnert mich hier wirklich eher an Silicon Valley als an Asien. Und ich glaube, damit habe ich es ganz gut getroffen. Genauso würde ich behaupten, ich habe noch nie eine Stadt gesehen, die derartig dick aufträgt wie Singapur. Also da ist die Grenze zur Dekadenz fast schon überschritten, würde ich sagen. Wenn ich da jetzt an die Lichtshows und vor allem an diesen Wasserstrudel da vor der Shopping Mall denke, was das für ein Aufwand gewesen sein muss, das zu perfektionieren und zu bauen, also schon wirklich Wahnsinn. Dann würde ich sagen, trotz vieler Up and Downs am heutigen Tage hoffe ich, dass wir euch einen kleinen Einblick in diesen Stadtstaat hier geben konnten und dass euch das Video gefallen hat. Bei uns geht es ja morgen weiter nach Ho Chi Minh City. Es wird das erste Mal sein, dass wir nach Vietnam kommen und da sind wir auch schon mega gespannt. Dann gehe ich jetzt zu meinem 5-Sterne-Schlafplatz und versuche hier noch ein paar Stunden die Augen zuzumachen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.